Ah, geil. Hey, ich kann gar nicht schießen. Hey, ich kann gar nichts machen. Jawohl. Ey, das ist scheiße. Tolle Schießübung, ja, super. Hier, das. Junge, mach's wenigstens ordentlich. Wir haben sonst. Du brauchst 6000 für den Stein. Mann, du bist so schlecht, guck mal. Junge, er wirft dich. Du hast gerade mal 1300 Punkte. Ja, ich zieh ohne. Ja, ich kann hier nichts machen. Und hallo, ihr kleinen, super tollen, treuen Seelen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars Skywalker Saga. Es ist schon Folge 11, wenn ich richtig interpretiere. Und ja, wir sind daran gescheitert, Steinchen mal 2 zu kaufen, weil wir diesen Scheiße nicht haben. Daten. Und ja, ich bin immer noch das Wader und es geht weiter. Ja, so. Ja. Du musst glaube ich auch hin, wenn ich jetzt hier reise, reise ich alleine. Nee, kann ich das? Ich muss mal raus, genau. Und wir reisen jetzt in den Senatsbezirk. Batz. Ciao. Hallo. Willkommen im berühmten Senatsbezirk von Coruscant. Geil, hier waren wir ja schon 500 Mal, hier können wir eigentlich straight durchlaufen. Hier waren wir ja schon. Oh ja. Kann theoretisch wieder so. Aber, nee, warte mal. Einfach Darth Vader, wenn der Darth Vader da rumlaufen würde, Digga. Das ist schon stark, Digga. Stell dir mal vor, das ist richtig seriös, der Film, da läuft einfach Darth Vader. Warte mal, wir sind jetzt hier, ne? Gibt's jetzt hier dieses Ding? Ist das das? Boah, nee. Alter, wir haben richtig fett 4%. Warte, mit welchem Knopf kommst du auf die Karte? Ich hab überhaupt gar keine Ahnung. Achso, hier, ne? Viereck. Ach nee. Ich kann damit nichts anfangen mit Viereck. Mann, ja, Digga. Schwarz. Viereck ist für mich hier links. Ja, ist ja gut. Ich hab's nicht. Links schlag ich dein Lichtschwert. Was ist denn innen, Mann? Ich wollte eigentlich wissen, ob es hier so eine komische Karte gibt, aber gibt's nicht. Guck mal, da ist blauer Stein. Juhu, ich geh schon zum Punkt. Hier ist noch irgendwas. Guck mal, wir haben ja noch vieles nicht erkundigt. Ja, guck mal, das ist hier fehlt. Ach so. Ja, nicht. Geschichte dann. Ist noch dann. Ja, ist schon Geschichte. Ey, was denn jetzt? Abli, ich renne einfach rein und ich folge. Ja, mach. Ah, perfekt. Wir hätten eigentlich zum Jedi-Tempel reisen müssen. Los. Hä? Ciao! Ich bin mal weg, wa? Digga, wo bist du denn? Ich reise einfach auch zum Jedi-Tempel. Ah, hier waren wir noch nicht, geil. Wo soll's denn hingehen? Du gehörst auch jetzt dazu. Komm und zähle bald, du bist jetzt höchste Zeit. Für eine Gruppe, die behauptet, den Frieden zu wahren und Meditation zu praktizieren, lieben diese Jedi ihre Laserschwerter schon sehr. Bist du da zu dem Ausrufezeichen gelaufen? Bei diesen Typen ist immer alles. Bruder, was ist aber, Alter, das für ein Spiel? Das ist so gut. Oh mein Gott, ey. Typen ist aber alles. Alter, das ist voll gut gemacht. Es klang richtig schon, geil, Mann. Das ist schon halb Comedy hier, das Spiel. Ja, yeah, klar. Das ist schon geil. Ja, ist ja Lego, ey. Das ist auch geil. Ja, ich kann mich aber nicht erinnern, dass es damals schon so witzig doch, war. Doch, das war geil. In die Tempel. Jawohl. Genau, wir müssen jetzt in den Archiven nach dieser beschissenen Karte suchen. Nimm die Blume und werf sie auf die Troller. Bam! Ja, hast du gesehen? Boah, guck dir die Bank an, guck! Oh! Weggesprengt. Oh, geil, die Archive. Hä? Wieder rein! Junge, das ist ja wieder das Letzte, dass du jetzt hier als Darth Vader in den Jedi-Tempel marschierst. Ja, okay. Ich find's gut. Ja, fehlende Teile, forsche in den Jedi-Archiven nach dem Planeten Kamino. Ich brauch hier F4. Ich komme schon. Ich sperre es einfach selbst. Nimm ihn. Mach's dir selber, Junge. Hä? Hey, was
denn jetzt? Nutzt du zu kacke dafür, dann lass jemand dran, der es kann. Du sollst gehen, achso. Ich hab das schon ein paar Mal gemacht, ich bin da der Codeknacker. Ah, oh, Moment, so, zack, jawohl. Ich hab hier knackert. Hallo, wir reisen. Mann, Junge! Was ist passiert? Laut Dex sollte Camino genau hier sein, aber da ist nur leerer Raum. Einen Planeten verloren, Meister Obi-Wan hat. Wie peinlich. Da ist einfach nichts. Der Umriss der Gravitation verbleibt. Ha? Sehr gut. Begib dich zum Zentrum der Gravitationskraft und finden deinen Planeten, du wirst. Das ist peinlich, Digga. Oh, das ist peinlich, hat mich schon wieder ein bisschen... die hat blauen... Der Meister sagen, wenn wir die Büsten in einer bestimmten... Aber Meister Yoda, wer könnte Informationen aus den Archiven entfernen? Anscheinend ist die Reihenfolge perfekt. Mit einer... Hä? Was für eine Reihenfolge, Digga. Warum haben die alle einen blauen Stein bei ihm Schädel? Du musst eine Aufgabe machen. Den ersten Platz, obwohl er geschummelt hat. War keine Überraschung. Achso, ich müsste jetzt die Galaxie... So? Ja, ich suche im Rishi-Labyrinth nach Kamina. Okay, los. Seid damit vorsichtig. Komm, lass ins Labyrinth gehen. Ich meinst hier nicht alles dran. Die Zeit habe ich nicht. Ja. Aber es ist cool, dass es da ist. Also wenn du willst, kannst du... Ja, machen wir dann. Ja, das können wir dann. Wenn wir die Story durch. Ja, ja. Machen wir erstmal ein bisschen die Story durch, dass wir das Let's Play, dass es nicht 5 Jahre dauert, sondern nur 2 Jahre. Ja, genau. Das andere ist dann ja, so fein. So oft treffen wir uns leider nicht. Wir zocken eigentlich, wir zocken ja jede Woche zusammen, aber wenn, wie gesagt, muss der Liebe... So, jetzt sollen wir wieder bei mir sein, sonst kann man nicht zum Zocken. Es gibt leider keinen Multiplayer. Digga, ich werde einfach ruhig, ne? Kann ich einsteigen? So. Kannst losgehen? An der Plattform Nord. Lehnt euch nur zurück. Bald seid ihr am Ziel. Steigen. Los! So. Oh, was ist hier oben? Wo jetzt? Da hinten ist unser Schiffe. Schiffe. Oh, guck mal, wie krass ich bin. Nein. Lol. Ich hab einen blauen Stein hier hoch. Wow, Junge. Du bist beeindruckt. Das war nicht ernst gemeint. Wir müssen nach Camino, ne? Ja, willst du vielleicht warten auf mich? Ja. Nö. Nö. Ciao. Ja, und er startet zuerst. Jawohl, ich bin auch dabei. Whee. Darth Vader ist jetzt in dem Luke. In dem Luke-Raumschiff. Ja, das ist schon geil gemacht. Ey, kann ich jetzt steuern? Lol, ist ja mega. Bin weg. Jo, ist das geil. Ich will nicht schießen, ich will steuern. Oh. Ah. Okay. Okay, das ging ja schon. Der Planet sieht aber auch mega geil aus. Ja. Alter, wie ist das? Alles schon gut gemacht. Ist schon krass gemacht. Kann man jetzt wieder steuern, oder? Nee. Doch. Nee. Oh, nee. Camino, Tipoca, Tiposa City. Tipoca City. Na, eigentlich Tiposa City dann, ne? Weil. Sonst müsste es ja Tipoca Kitty heißen. Man kann ja keine Tele wechseln. Jetzt spiel schon wieder diesen Scheißarsch hier. Ja, das darf man nicht. Da geht nicht. Im freien Modus. Ja, ein bisschen. Ich mal den Erzko spielen. Wieso kannst du den nicht mal spielen? Jawohl, weil ich der Boss bin. Ich bin der Grüne. Das ist gut so. Also, in der Farbe. So, mein Lieber. In nichts anderem. Collaboration. Meister Jedi.
Ich habe euch erwartet. Amasu. Nach all diesen Jahren dachten wir schon, ihr würdet vielleicht gar nicht kommen. Ich werde erwartet. Selbstverständlich. Richtet eurem Meister aus, dass sein Auftrag rechtzeitig ausgeführt sein wird. 200.000 Einheiten stehen bereit. Eine weitere Million ist in der Endfertigung. Er wird sicher stolz sein auf die Armee, die wir für ihn bauen. Die Armee? Willkommen in Tipoca City. Wir sind Kaminoana und das ist unsere hochmoderne Klonanlage. Genießt euren Aufenthalt. Bruder, das ist auch schon viel zu groß, Mann. Tja, du kannst ja komplett rumlaufen oder was? Ich bin mal. Keine Ahnung. Der Mais, Junge. Yo, Alter, wie geil hier, eine Treppe erstmal. Komm, du gehst auch dazu. Junge, wie viele Türen willst du haben? Ja, dieses Spiel, ja, einfach. Hä? Das macht denn so viel mal. Ciao. Erstmal gucken, ob es hier so ein Ding gibt. Ich hab keine Ahnung. Also, wer hier? Tipoca City. Ja, gibt's auch schon wieder ein paar Steinchen zu holen und also so. Also hier gibt's schon mal keine. Ja, könnte man auch mal hingehen. Hä, hey, das Wasser? Ich dachte, hey, da kann man gar nicht laufen. Lol. Okay, nö, da kommt man nicht ran. Schade, ja, dann ich geh mal wieder zurück. Die Lampe sieht ein bisschen komisch aus. So, ich folge erstmal jetzt hier der Linie. Bam. Ah ja. Schon wieder dieses komische Alien. Alter, selbst hier sind schon wieder so viele Gänge und Türen und so. Scheiße. Ja, ist schon wieder viel zu fett. Krass. Das ist eine Kiste, die kannst du nur anheben. Ich bin hier der komische Erdbeerzbrüder. Ja, Diggi, wie soll ich rankommen da? Ich kann keinen Doppelsprung machen! Ich brauch dich! Ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ja, irgendwo. Ah, ja, okay, du bist ganz woanders. Ich glaub, den blauen Stein. Ich kann hier nur laufen, Alter. Ah. Ich hatte gehofft, dass ihr zufrieden seid. Den blauen Stein können wir kriegen, Klone, aber ich glaube auch nicht. Ihr werdet feststellen, dass sie den Rosinen immens überleben. Müssen wir gucken, also es gibt hier vier. Ah, da! Ja! Ich bin mir sicher, dass ihr nicht über dich sprechen, Herr 4. Ach so, du musst dann den also, wahrscheinlich hier rauf, dann kannst du mit Doppelsprung da oben ran oder irgendwie gegenschießen. Das Wetter? Eiberwatching? Oder unsere hochmoderne, konkurrenzlose Klonanlage? Ich wette, es ist Eiberwatching. Schießübung. Koop-Modus, oder? Oh, ja. Willst du bestimmt mitmachen. Na klar. Ich kann jetzt mit dem hier schießen? Weiß ich nicht. Feuer! Was muss ich überhaupt machen? Weiß ich auch nicht. Ah, geil. Hey, ich kann gar nicht schießen! Hey, ich kann gar nichts machen! Jawohl! Ey, das ist scheiße! Tolle Schießübung, ja, super. Hier, gibt es. Ey! Junge, mach's wenigstens ordentlich. Wir haben sonst. Du brauchst 6000 für den Stein. Mann, du bist so schlecht, Kuh. Junge, er wirft dich. Du hast gerade mal 1300 Punkte. Ja, Digga, ohne. Ja, ich kann hier nichts machen. Jetzt vorbei schon? Okay. Ja, das kann er nicht machen. Du kannst ja im Solo-Modus machen, aber ich kann wenn da nicht besser mithelfen. Schieße, werde ich die Klonschule nie abschließen. Ihr seht aus, als müsstet ihr mit einem Blaster umzugehen. Könnt ihr es mir beibringen? Ich hab gedacht, man kriegt da irgendwie was, das man schießen kann. Vielleicht kannst du mir hier helfen. Das wird Ding hier holen, den Stein. Hier kann ich gegen so, springen. Man muss alle Knöpfe. Aber genau, da oben ist einer an der Decke. Und ja, da sind zwei und da ist einer. Ja, da kann, du musst dagegen springen. Nee, also. Aber ich komme da halt oben. Oben ist, genau. Da kommst du mit Bura. Und dann jetzt oben, über dir. Aber da komme ich ja nicht ran. Ja, du musst erst die Kiste hier. Okay.
mit Macht da hinstellen. Dann kann es sein, dass du ranspringen. Jetzt müssen wir nochmal. Oder? Doch. Okay, cool. Mein Gehirn ist groß und clever. Das war gut von dir. Dankeschön, dass du mir auch schon geholfen hast. Jawohl. So, weiter. Jetzt mal auf Drogen. Ja. Guck dir an, wie ich für den Speed hab. Junge, man kann hier sogar hochgehen. Reißt euch mal zusammen, bitte. Ja, ach komm, wie groß. Diese organische Transportmethode hält sich im Einklang mit der Natur. Genauso wie die Erschaffung einer Klonarmee. Die sind wohl ziemlich stolz auf ihre ganzen Klone. Ich sag's mal, wie es ist, ne? Das musst auch wieder du machen. Ich kann hier nichts machen. Wieso habe ich diese Figur überhaupt bekommen? Ah, hier ist auch wieder so ein Stein. Was bringt mir diese Kackfigur, wenn du damit nichts machst? Dann brauchst du sie für nichts. Naja. Es gab noch nicht eine Tür oder so. Früher musstest du dann immer. Hattest du mal ein Erzbo, weil du nur mit dem dann die Tür öffnen konntest. Ja, aber richtig. Ist ja hier noch gar nicht. Wieso kann man dann nicht einfach eine freie Figur nehmen? Muss ich hier den Scheiß erstmal nehmen? Der ist so kacke. Wir versuchen unsere Klone so viel wie möglich zu fördern. Abgesehen von seiner beträchtlichen Bezahlung sollte Fett nur eine einzige Frau. Oh, hinter das Parcours ist ja geil. Ab geht's. Unverändert. Gibt ihm richtig, Alter. Alter, doch hier. Junge. Ja, mega. Unsere Ozeane sind gefährlich. Bitte gebt Acht, während ihr hier seid. Wenn ihr hineinfallt, riskiere ich nicht mein Leben, um euch zu retten. Aber es ist schön, Besuch zu haben. Ich kann halt nichts machen, Mann. Diese Figur ist so doof. Boah, das ist ja mega. Da müsste jemand die Figur auch fahren, ey. Ich kann ja. Wenn du mir sagst, du musst gar nicht fahren. Boah, ich hab irgendwie. Wo muss ich das denn jetzt hinmachen? In die Toilette. Ich weiß nicht, wo ich das hinbringen muss. Junge, er steht hier einfach im Weg. Der Scheiß denn hin? Ja, also hier oben habe ich glaube ich alles abgesahnt. Ja, nur mit der Macht. Nee, ich habe keine Ahnung, wo ich das hin machen soll. Egal. Machen wir mal weiter. Ich würde sagen, wir gehen mal wieder ein bisschen Richtung Missionen, oder? Ja, ich bin ja da. Dann quatsch den mal. Ich kann ja halt nichts machen, das ist arschlang. Der Kackfigur. Oh, ein paar Münzen sammeln. Oh, jetzt habe ich hier so ein Ticket, aber das ist dann jetzt wieder. Gerade Ticket to the Moon. Achso, sorry, das hat einfach mit mir passiert. Ich kann nur nicht machen. Tja, so ist das. Junge, so, geht's doch runter. Alter. Hey, war schon schön. Denke, dass man hier. Und das ist einfach so wirklich Zerstörer, Erzbo. So, wir stehen vor Jungle Fats Zimmer, würde ich sagen. War's das für die Folge? Nächste Folge geht es an der Stelle weiter. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.